Im Sommer 2014 hatte Lazio Rom den niederländischen Innenverteidiger Stefan de Vrij von Feyenoord Rotterdam für 7 Millionen Euro verpflichtet. 2 Millionen wurden aber erst später fällig und landeten schließlich auf dem falschen Konto, wie italienische Zeitung Il Tempo berichtet. Lazio fällt auf Betrüger-Mail rein. Der Betrüger verfügte anscheinend über gute Kenntnisse des Transfergeschäfts und schickte eine E-Mail an Lazio. Die Römer hielten sie offenbar für glaubwürdig und überwiesen Summe an beigefügten Bankdaten. Später stellte sich heraus, dass Zahlung nie bei Feyenoord angekommen war. Nach Angaben der Zeitung hätten Ermittlungsbehörden aber bereits eine Spur auf ein niederländisches Konto führt. Alle Bassthemen auf einen Blick. Mehr Sport gibt's auf eurosport.de. Freizeit-Feld Tevez zieht sich Verletzungen im Gefängnis zu.